Moin, meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute wieder mit dabei, der komplette Livestream. Wer mich streamen sehen will, wer mit mir schnacken will über meinen zukünftigen Kampf, über Seven vs. Wild, andere Projekte, wir zocken Runde oder machen auf ganz entspannt. Ah, jetzt schreibt er mir, hat er es gehört oder was? Der gute Hugo. Ja. Folgt mir auf Twitch, FlyingUwe87 heiße ich da und wir gehen jetzt rein hier. BTS, Seven vs. Wild. So ist das Flugzeug abgestürzt. Ich hab Bock. Ich weiß ja, wie es passiert ist von Erzählungen her, aber jetzt von Erzählungen her? Wie rede ich, Alter? Von Erzählungen her? Ich jetzt möchte es aber auch sehen. Seven vs. Wild. Jetzt auch zum Hören. Der Seven vs. Wild Podcast. Ich, Steven Gätjen, lade euch ein zu einem ganz neuen Hörerlebnis. Es warten auf euch spannende Gäste, authentische Einblicke und unterhaltsame Gespräche. Hört rein, wir freuen uns auf euch. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber morgen wird Steven Gätjen mich besuchen und dann werden wir einen Podcast machen. Was mal so Intro für euch, so. Also es passiert wirklich. Ab jetzt verfügbar auf allen bekannten Podcast-Plattformen. What the fuck? Jetzt geht's los. Harte Scheiße. Harte Scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja. 100% kommt ein Cut, wenn das Ding runterfliegt. Ja, das war doch wieder so klar. Eine Woche bevor die Kandidaten einreisen, macht sich Fritz zusammen mit einem Teil des Teams auf den Weg nach Neuseeland. Ein straffer Zeitplan steht an, um alles rechtzeitig für die Aussetzung vorzubereiten. Nee, lass mal sortieren und einmal gucken, wo wir die ganzen Sachen runterkriegen. Das sind die Telefone für die Teilnehmer, ja, mit den Pfeifen und mit den Ladegeräten. Einmal Handgepäck. Bei wem geht das? Hast du Mods? Ich hab meinen Chat so im Griff wie mein MMA-Fight mit Edis. Ich brauch keinen Mod. Noch einen. Ja. Was davon sind keine Akkus? Okay. Hat jemand irgendwas, was er aufgeben möchte? Weil die Tasche werde ich aufgeben. Ja. Ich habe da noch ein paar Messer. Wir müssen einmal die Inreaches verteilen. Ich habe jetzt hier einmal für die Sicherheitscrew 2 Stück. Ich habe zwar keinen Überblick. Hier schreibt einer im Chat, Flying Uwe Edis wird sich auffressen. Ja, der wird sich selbst fressen, genau. Ja. Aber ich glaube, die haben das hier alles im Griff, die Jungs. Herzlich yes. Führung habe ich gesehen. Alles ja. Drin, keine Probleme mit den Akkus. Da hatten wir ein bisschen Schiss, aber jetzt sind wir in der Lounge und warten darauf, dass der Flieger geht. Freitag, wenn wir landen, kurz Hotel, Check-in, direkt in die Halle fahren, wo das Flugzeug ist. Einmal sagen, was wir verändern wollen oder schon Hand anlegen selber zu dem, was da jetzt ist, damit wir Samstag ganz früh das Flugzeug rüber transportieren können. Ist das Flugzeug mit dem Trailer bis schon mal rangefahren, wird dann eigentlich rübergeflogen oder wird das komplett rübergeflogen? Das wird rübergeflogen. Können wir dann im Flugzeug sitzen? Boah, das wäre krass. Geht das? Ding und er einfach so an so einem Knopf ausklicken. Ja, dann geht's runter. Freefall, wie im Moviepark. Ein Kameramann da drin wäre schon gut. Mach ich. Ich freue mich schon auf mein Hotel, mein neues. Ja, wenn der nicht schon einer liegt, dann kannst du nochmal die Rezession vortragen. Wisst ihr, was geil war? Als wir hingeflogen sind, eine richtig Business Class, das war so geil. Du hattest da so ein Bett, du wurdest bedient wie ein König. Die Flüge dorthin, Grüße gehen raus an die Orga. Ohne Witz, alles war bombenmäßig organisiert. Also und ihr müsst euch vorstellen, unter den Bedingungen, ne? 7 Teilnehmer hier, große Produktion, hast du nicht gesehen. Aber das war alles. Also diese Hinreise und Rückreise war wie Urlaub. Ich sag euch so, wie das ist. War wie Urlaub für mich. Leute, für all die, die jetzt ihren Körper optimieren wollen, ich habe was richtig Geiles für euch. Und zwar gibt es bei Neosubs die beste Supplement-Brand, ein neues Produkt namens Joint Complex. Aber was ist denn das eigentlich? Dieses Produkt schützt und unterstützt die Gelenke bei intensiver Belastung, fördert die Erhaltung von gesunden Knorpel- und Gelenkstrukturen, reduziert Entzündungen und Gelenkschmerzen. Und das Geile ist, es verbessert die Gelenkbeweglichkeit und Flexibilität. Und das Geile ist, bei Neosubs gibt es gerade auf alle Kapselprodukte 20% Rabatt. Und wer für 60 € bestellt, bekommt solche
solch einen ganzen Tray mit Booster-Shots pro Bestellung gratis dazu. Was bringt so ein Booster-Shot? Wenn du mal einen müden Tag hast nach der Arbeit, gönnst du dir mal einen, pusht dich richtig, hat eine geile Pumpformel und macht dich wach. Hier sind übrigens 15 Stück drin, die du so pro Bestellung gratis dazu bekommst. Ich verziehe mich wieder ins Video, alle Infos in der Videobeschreibung. Jetzt steht, dass der Obdachlose auf einmal in den Zimmern liegen. Zwei Sterne. Als ich abends nach Hause kam, lag ein Obdachloser in meinem Bett. Geil, Alter. Vor allem zwei Sterne. Aber das Frische war gut. Jetzt geht's rein. In zwei langen Strecken und einem Inlandsflug tritt unser Team die über 30-stündige Reise nach Neuseeland an. Die letzten Stunden der Erholung. Denn haben wir gerade gesagt, 30-stündige Reise, war das echt so lange? Vor Ort geht es direkt mit den Vorbereitungen los. Wir haben es geschafft, alles da, Gepäck ist da, Akkus alle da. Bin so reibungslos, hat es noch nie funktioniert. Ja. Ah ja. Also hier hat man auch nirgendwo seine Privatsphäre. Hat er gerade ein Drohnen-Simulator-Spiel gespielt oder was war das gerade? Ja, ne? Nee. Kommst du gleich auch mit aufs Klo mit der Cam? Ja. Okay, perfekt. Morgen. Wie ist der Flug bis jetzt? Alles cool? Alles entspannt. Wir sind ja 21 Uhr los, 22 Uhr ungefähr. Und ja, ein bisschen geschlafen. Jetlag wird wieder reinknallen. Ja, ich sag euch was. Die fliegen jetzt gerade nach Singapur wahrscheinlich, ne? Das hier, ne? Das war so eine geile Business-Class-Chat. Schön mit Bett ausfahren, zack, hinlegen. Das waren hammergeile Flüge. Aber wir haben ja noch einen zweiten langen Flug vor uns, also. Kannst Filme gucken ohne Ende, kannst dich vollmampfen. Man hat nichts zu wischen, man hat nichts zu meckern da einfach. Dauert noch ein bisschen. Also wir haben nämlich gerade nachgegoogelt, dass es 50% Männer und 50% Frauen in Deutschland gibt. Was, die Tinder-Population aber nicht widerspiegelt. Ja, so 90-10, glaube ich. Ja. Habe ich gelesen. So, wir machen 24 Stunden jede Jahreszeit, machen wir gerade einmal. Wir sind gut drauf. Alle Koffer sind da, außer Max. Der ist in Urlaub. Oh. Kurzurlaub, Bali. Bali, diese Sonne. Aber ja, wir sind jetzt durch die letzte Sicherheitskontrolle und jetzt geht's Richtung Wanaka. Endlich ist das Team angekommen. Mit einem letzten Inlandsflug geht es nach Christchurch. Und von dort mit dem Auto zum finalen Ziel, dem Flugplatz Wanaka. Wenn jetzt das Flugzeug noch super ist, bin ich zufrieden. Dann war das ein guter Erster. Ich habe irgendwo noch YouTube-Aufnahmen von mir und Alberto. Alberto und ich haben ja damals mal eine Weltreise gemacht. Wir waren in Singapur, Los Angeles, Singapur, Neuseeland, Los Angeles. So war das. Und ich habe so viel gefilmt, weil ich das damals so irgendwie als Reisevideos, Vlogs machen wollte. Aber ich habe sie veröffentlicht. Liegt irgendwo noch auf irgendeiner Festplatte rum. Ich weiß nicht wo. Wir haben noch so viele Aufnahmen von uns. Gute erste drei Anreisetage. Wir sind halt 40 Stunden unterwegs, also krass. Man weiß nicht wirklich, was passiert. Welche Probleme? Es kamen ja immer noch so random riesige Probleme. Passiert das dieses Jahr wieder? Ich hoffe nicht. Hat irgendjemand hier Grillanzünder mit in den Koffern? Ich hoffe nicht. Ja, hat jetzt auch mal ein Stündchen gedauert. Jetlag kickt komplett rein. Ich habe meine Uhr extra noch auf deutscher Zeit. Wir haben 4.14 Uhr, also nach deutscher Zeit. Und ich bin jetzt fast 48 Stunden unterwegs. Also wir haben jetzt eigentlich genau das durchgemacht, was die Teilnehmer auch durchmachen müssen. Ja, ist schon anstrengend, wenn man jetzt ausgesetzt wird, ne? Also ich glaube, die Staffel wird so ein bisschen die Schwierigkeit, die Elemente. Einfach, ne? Die sind ja als Team eher zusammen, aber die Elemente wären, glaube ich, ganz eklig. So nachts und dann ist windig und könnte eklig werden. Die waren mehr als eklig, Leute. Ich sag euch so, wie das ist. Ihr habt doch noch nicht alle Elemente gesehen in den Folgen. Aber vielleicht auch lustig. Schauen wir mal. Der nächste Step ist, dass wir zum Hangar fahren, in dem unser Flugzeug gelagert ist, das wir gekauft haben für die Staffel. Auch so real, dass wir Flugzeug gekauft haben, einfach für die Staffel.
und schauen uns das an. Ja, das Flugzeug wird gedroppt. Das wird aus 13 Metern, glaube ich, fallen gelassen. Es wird in einen Helikopter gespannt und dann wirklich zum Abstürzen gebracht. Oh, ich habe eine Nachricht vom guten Kumpel. So, let's go, weiter geht's. So, dass es halt aussieht nach einer Crash-Site. Das ist crazy, ne? Das ist super crazy. Wenn ich mir so vorstelle, in Schweden haben wir da noch so ein 50-Euro-Boot gehabt und jetzt kaufen wir ein Flugzeug, nur um es fallen zu lassen, um eine geile Experience für die Teilnehmer zu haben. Crazy. Das ist echt crazy, Leute. Schlaf ist sehr, sehr wenig gewesen die letzten Tage, aber es macht halt Bock so. Es ist stressig, aber sehr positiver Stress. Es macht ultra Spaß. Es ist teilweise immer so ein Hoch und Runter, weil ich natürlich auch nicht so krass gewöhnt bin, mich mit anderen immer die ganze Zeit so abzusprechen. Aber es macht Bock, ich habe Spaß. Das Projekt bisher ist 10 aus 10, definitiv. Es fetzt. Good fight. Yep. Weil ihr gesagt habt, ne, Fritz hat so einen Talon-Style, so ein Hab ich eben Chat gesehen. Das ist mir auch aufgefallen. Der läuft doch richtig mit so einer geilen Oldschool-Adidas-Hose rum. Digga, die ist von 1999 oder so. Das finde ich geil. Ich bin ja auch so einer. Ich trage nur meine Smilebox-Klamotten. Ja, kein Gucci-Krams hier hin und her. Gefällt mir. Kleidung interessiert ihn null. Und das mag ich echt. Ich finde das cool. Also ihn juckt nicht so diese großen Markenartikel, alles teuer hier, aber wieder eine Hose für 500 Euro, bla bla bla. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Longfly. Der Moment, wo wir das erste Mal an diesem Flugzeug stehen, und das war völlig surreal. Weil 2,5 Tage Anreise, um die halbe Welt geflogen, und dann kommst du irgendwo in Neuseeland in den Flugzeughangar und dann steht da dein Flugzeug. Das haben wir gekauft. Das ist unser Flugzeug. Wir haben ein Flugzeug gekauft mit der Idee, lass das mal an den Heli packen und das fliegen wir jetzt mal zu so einem Typen rein, der... Mich würde mal interessieren, was das Flugzeug gekostet hat. Chat, was meint ihr, was kostet so ein Flugzeug? Ja, ein riesen Grundstück hat mit einer Merino-Farm und dann packen wir das dahin. Vielleicht für euch als Zuschauer, damit ihr es versteht. Für uns halt so dieser Gedanke, dass wir natürlich wollen, dass die Teilnehmer mit dem Flugzeug irgendwie auch Sachen machen können. Aber es soll natürlich kein fertiger Shelter sein, dass sie ein Tiny House stehen haben. Deswegen gucken wir gerade so ein bisschen, inwieweit diese Rückbänke von den Teilnehmern rauszubauen wären oder nicht. Weil wir wollen natürlich, dass sie jetzt sich einfach reinlegen, sondern schon ein bisschen was machen müssen. Aber mich würde das mal interessieren, konnte man mit dem Ding noch fliegen oder war das so auf Motor kaputt oder Motorschaden oder was weiß ich? Wisst ihr, was ich meine? Wir wissen natürlich auch nicht, was passiert. Ob sie das nutzen oder nicht, ob die sich unter eine Tragfläche legen oder plötzlich einen Bushcraft-Shelter bauen, keine Ahnung. Wenn es regnet, können sie alle mal reinsetzen. Rutsch mal ein Stück hier. Ich will mich auch noch mal reinsetzen. Was ist mit der Verkleidung? Die kann man hier anscheinend komplett... Dann können die sich hier mal eine schöne Jacke draus bauen aus dem Zeug hier. Hier ist Schimmel. Willst du rückgeben wieder? Ja. Es wird eh wieder eine riesen Wundertüte. Es kann halt einfach auch sein, dass sie sagen, ja gut, nee, das ist ja hier viel zu windig. Wir gehen jetzt in den Wald. Und wir machen uns die übelsten Gedanken über hier und Shelter und bla und die Schelle. Das erste, was dir einfällt, ist doch da reinzugehen, also in den Teil zu sheltern. Ja, aber es sind 7 Leute. Ist schon derbscheiße, ne? Aber es würde wahrscheinlich so, um weg so ein bisschen Schlaf zu kriegen. Aber das ist wie Autorückbank halt, ne? Ja, ist aber das komplett geht irgendwie. Aber nicht geil. Ja, ich fühl's. Ich find's auch geil. Ich hab jetzt richtig Bock, ne? Ich hab auch Bock. Ich hab jetzt richtig Bock. Oh, Bock, morgen geh mal rein in den Spot, Alter. Da zieh ich mir auch noch eine Jacke an. Wir hatten vorher das Flugzeug nur auf WhatsApp-Bildern gesehen und dann wirkt das noch mal alles anders. Und es stand da wie eine 1. Es war mega geil. War natürlich ein bisschen kleiner, als man sich's vorstellt. Also für mich ist es auch mal richtig cool, das Flugzeug in heil zu sehen. Also so richtig, so sieht das im Komplettzustand aus. So sieht das eigentlich von innen aus mit dem ganzen Stoffmaterial, mit der Bank und so. War schon gerade cool zu sehen, sag ich ganz ehrlich. Hätten wir so lassen können, Alter. Die haben mir die Hälfte da rausgerissen, ey. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich war mega happy mit dem, was da in diesem Hangar stand. Oh, I think we need to drop it with the helicopter, drop it moving forward. Mm-hmm. So not dropping like that, dropping like that. Ah, ja. And then it won't damage it. Because you want it to look like they survived the crash. Ja. Yeah. So if we move it forward a little bit as it drops, so the helicopter will fly forward. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt noch nie ein Flugzeug abstürzen lassen. Und auch
mit Leuten, mit denen wir vor Ort geredet haben, die Flugzeugmechaniker sind, die haben auch noch kein Flugzeug abstürzen lassen. Das heißt, jetzt ist ja auch die Frage, wie sieht denn so ein Flugzeug nach dem Absturz aus? Ob ich die Grafik vom Video hochdrehen kann, ja selbstverständlich. Warum geht das denn nicht? Das sagt ihr mir jetzt erst, weißt du? Aus welcher Höhe lässt du das abstürzen? Weil, stellt euch mal vor, wir stehen da am Ort und wir lassen das da mal kurz aus 50 Meter abstürzen. Und dann kommt das unten auf und ist ungefähr so groß. Game over. Und in 1000 Einzelteile. Wenn hier das Ding offen ist, dann schon mal Arschkappe, dann regnet die Scheiße hier rein, ja, ist hier drin. Wenn die beiden Dinger offen sind, dann pfeift es hier durch und alles. Ja. Also weißt du, die Scheiben, ja, die müssen Fritte sein. Die Flügel müssen ab. Die müssen ab fürs Hinschmeißen, ne? Nee, sonst können die nicht vom Helikopter, genau, getragen werden. Aber dann wollen wir die wieder dran bauen? Nee, wir drapieren. Die Schweine, die haben die besten Sachen einfach rausgenommen. Gehen die dann? Daneben, ne? Ja. Okay. Aber ja, wir müssen quasi, das ist ja das Schwierige dann, so ein gewisses Balancing hinkriegen zwischen, okay, die sollen es irgendwie nutzen, es soll auch irgendwie cool sein, es darf aber auch nicht zu einfach sein, nicht zu schwer. Ne? Also wir wollen keine fertige Lösung denen präsentieren. Das ist ja klar, dass sie jetzt einfach da reinlegen und sagen, oh schön, hier, ich habe einen Camper mit dabei, das ist ja Quatsch. Aber es ist, wie gesagt, so ein großes Fragezeichen, wenn das Ding abstürzt oder wir es dann droppen, wie das genau aussieht. Und dann müssen wir eh entscheiden, was wir damit machen. Wenn das Ding quasi da so kaputt geht und auseinanderbricht, dass das als Shelter nicht mehr brauchbar ist, ist das völlig okay für mich. Okay. Also finde ich überhaupt nicht schlimm. So, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, okay, wir müssen ein bisschen heilen bleiben. Ja. So, weil die werden eh gucken und da rangehen, sich Sachen rausholen, Kabel, dies, das, vielleicht auch was dran bauen als Windschutz. Also ich finde halt diesen Punkt zu sagen, ey, lass das, wenn er schon sagt, so, er kann das im Flug ausklinken, damit das vorne wie ein echter Absturz wäre. Ey, let's go. Das ist es. Und dann ist es das, was es ist. Das Team diskutiert mit den Fachleuten vor Ort über den idealen Abwurf und die Verteilung der einzelnen Komponenten des Flugzeugs. In weniger als 24 Stunden wird das Flugzeug abstürzen. The moment of truth. Ich denke, die Scheiben bleiben heile und weil Fritz dann Gemeinecke ist, schlägt er die Scheiben ein, okay? Nächste Staffel Autopanne im Wald. Tomorrow. So übel verschätzt das Flugzeug. Übel gegen den Ball gehen. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind jetzt hier gerade um die halbe Welt geflogen. Wir waren zur Vorbesichtigung hier. Und wir lassen morgen einfach ein Flugzeug abstürzen. Von einem Helikopter aus. Von einem Cargo-Helikopter im Flug. Und dann wird das ausgeklinkt und simuliert quasi einen wirklichen Impact eines Flugzeugs. Es ist echt, das ist völlig krank. Das Ding aber ist, geil, oder? Stell dir mal vor, wie die das so in Filmen machen oder in anderen Shows. Da rechnen die das aus, haben dafür Experten und wir mal, ja, lass mal so irgendwie da so fallen. Staffel 1 irgendwie so, ja, komm, Idee, wir machen da. Ja, in Schweden so, ja, ich kenne da jemanden, der hat irgendwie so ein kleines Boot, der kann uns damit rausholen. So. 4 Jahre später lassen wir in Neuseeland einfach ein Flugzeug und lassen das Handy ausklicken. Ne? So mit Knopf so. Völlig krank, Alter. Also für mich war es eine ganz neue Perspektive, jetzt wirklich mal aus der Orga-Sicht zu arbeiten und das alles mal mitzubekommen. Und es ist schon krass. Das ist wirklich noch viel, viel mehr, was natürlich einfach im Hintergrund passiert. Wie süß du dich freuen. Ja, überleg mal, wie das auch mit dem Boot erzählt hat. Ja, auf Kampf noch Boot organisiert bekommen, da irgendwie von seinem Kollegen gefühlt. Und heute einfach ganz große Nummer. Das ist doch Hammer, Leute. Eine geile Entwicklung. Und ja, war super spannend, das mitzuerleben und irgendwie die Serie darüber halt auch mitzugestalten. Natürlich auch besonders vorab. Also was macht man, wie balanced man das Ganze? Und das war eigentlich so der besondere Punkt, den ich sonst nie hatte. Der Plan für morgen steht. Jetzt wird nur noch der Helikopterdreh fertig gemacht. We got the shot of the plane dropping. That's great. But it would be so great if we got an angle with a flying helicopter. Ja, wir versuchen jetzt hier ein paar GoPros an den Helikopter zu riggen. Deswegen versuchen wir jetzt da unten, in dem Haken wird das Flugzeug hängen, dass wir jetzt hier einen schönen Winkel mit der GoPro uns schnappen, damit wir da richtig, wenn das Flugzeug fällt, auch den Schuss haben. Das machen wir jetzt. We could put one here, like a longer arm, and have like the back rotor. Back facing, and then one in front now, so we can see the landscape where we're flying. Yeah. Ja, die letzte GoPro, die machen wir jetzt hier auch noch unten an dem Bügel, wo ja schon die erste dran ist. Okay. Die guckt jetzt aber einfach nach vorne, damit wir in Flugrichtung den Schuss auch noch haben.
Und dann kriegt morgen der Pilot auch noch eine Weste an. Dann machen wir noch Superview auf seine Instrumente, wie er vorwärts fliegt. Und dann haben wir, würde ich sagen, alles abgedeckt, was irgendwie möglich ist. Cool. Dann bin ich gespannt auf morgen. Der Absturz. Das Wetter ist nicht zu vergleichen mit dem Wetter, was wir beim Scouting hatten. Da war Sonnenbrand angesagt, das war volle Kanne. Und jetzt ist Gefrierbrand. Das ist wirklich so. Also wir haben gerade -2 Grad gehabt. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man jetzt hier steht und wir sind richtig gut dick angezogen, das zieht sofort rein in die Knochen. Er sagt, das zieht sofort rein in die Knochen. Ne? Isst man ein paar Tage nichts, Digga, dann zieht es sich in die Knochen, dann geht es direkt tief in die Seele. Sorry, so wie das ist. Wenn du nicht in Bewegung bist, dann ist echt ätzend. Wird auf jeden Fall die kälteste Staffel. Ja. Es wird von den Elementen her, glaube ich, die rougheste Staffel. Ja. Was so Kälte, Wind. Und ich sag dir auch Regen. Ja. Regen ist auch angesagt, ne? Ja. Weil wir hatten bisher. Und Schnee. Ja. Ja. Krank. Und also, das war eigentlich gar nicht der Plan. Nee. Wir würden es ein bisschen kühler haben. So ein bisschen herbstlich. Aber dass es jetzt hier wirklich eigentlich deutsche Winterverhältnisse hat, hätte ich nicht gedacht. Aber ist gut. Wir wollten ja mal was anderes. Das ist einfach ein geiles Feeling. Man muss sich überlegen, wir hatten jetzt ungefähr 48 Stunden Anreise mit allem drum und dran. Wir kommen aus 27 Grad Frühling in Deutschland. Und jetzt stehst du hier mit Unterhose und nochmal mit Unterhose. Richtig was an, Mütze. Und es geht los. Ist geil. Ich habe richtig Bock. Ist für mich jetzt natürlich, muss ich auch mal dazu sagen, ein ganz anderes Feeling, weil ich natürlich jetzt voll drin bin, alles überlege, wie macht man das, wie sieht das geil für euch da draußen aus, was können wir für Bilder einfangen, so was wollen wir irgendwie filmen, wie wollen wir das darstellen, wie geil kann das für die Teilnehmer sein. Und die letzten Jahre war ich ja, war ich genau auf der anderen Seite. Ne? Deswegen macht mir gerade ultra viel Spaß, hier dabei zu sein, das natürlich auch mal alles zu durchdenken, um es einfach cool, um einfach coolen Content zu erzeugen. Natürlich für uns, weil wir Bock drauf haben, aber auch für euch da draußen. Hier sind die Flügel, die Tragflächen, Propeller, Fahrwerk, den Body an sich wollen wir ausklinken lassen. Und die Überlegung ist tatsächlich, dass wir ein Flügel plus Fahrwerk direkt ans Flugzeug mit ranlegen und den anderen eventuell sogar ein bisschen woanders hinlegen, dass es verteilt ist. Dieses Teil wiegt ungefähr 100 Kilo. Wurde das Flugzeug richtig runtergeschmissen, das muss hier gleich reinziehen. Dann weißt du, wie es abgestürzt ist. Das heißt, mit 4-5 Leuten, wenn die da gut anpacken, können die das Teil bewegen. Und damit kannst du eigentlich einen sehr, sehr geilen Windschutz bauen. Und ja, hast du ist zwei das so? Stück. Ist das ich so bin sehr gespannt, inwieweit die wirklich, und das ist auch die Idee ein bisschen dahinter, dieses Flugzeug nutzen werden, um sich daraus einen Windschutz zu bauen. Irgendwie ein Shelter, vielleicht ein kleines Dach oder irgendwie was. Dann schauen wir mal, was wir dann da gebastelt haben, ne, in den nächsten Folgen. Es wird natürlich alles wieder so hinterlassen, wie es ist. Ja, vielleicht ist da mal ein Stein irgendwo anders, aber jeglichen Müll, den wir da jetzt natürlich platzieren für unser kleines Szenario für die Staffel, wird im Nachhinein fein säuberlich wieder aufgeräumt. Und wir sind auch auf Privatgrundstück. Also wir haben natürlich die komplette Erlaubnis dafür, aber trotzdem im Sinne für die Umwelt, für die Natur, wird da alles fein säuberlich wieder schick gemacht danach. Wenn der Flügel nicht brennt, dann guter Windschutz, ja. Ganz wichtig. Sowas wie Flüssigkeiten, Batterien und sowas haben wir natürlich rausgenommen für die Umwelt. Und es ist natürlich auch, danach wird alles wieder bereinigt. Das ist natürlich generell wichtig zu wissen. Ja, man merkt, so in der Folge, da wollten die mal kurz die Leute mit dem grünen Daumen auch mal zweimal darauf hinweisen, dass der Müll auch wieder weggeräumt wird. Den geilen Scheiß hier mal machen, ey.
Freunde. Was, wenn man den Ort wieder so sieht, ne, Chat? Sag ich so, wie das ist. Wenn man diesen Ort, diese Location gerade wieder so sieht. Schon komisch. Junge, wir sind wieder hier nach 3 Monaten. Und 3 Monaten war Vorbesichtigung. Jetzt geht's endlich los. Und da ist jetzt auch gerade kein Frost, nix, ne? Ohne Schnee, ohne gar nichts. Hast du Fernweh? Bin ich übertreiben, aber es ist schon so, man hat da schon so, war ja schon dann irgendwie die eine oder andere Hut, weißt du? Frost und Schnee war gut, nur CGI, hä? Okay. Ah, die Teile haben wir auch bewegt. Ich habe auch nochmal gefragt, ob wir es nicht einfach aus der Höhe ausklingen wollen, weil dann wissen wir den genauen Space, wo es landet. Aber dann ist das Problem, dass es einfach wie so eine Flunder irgendwie so sich plattmatscht. Und wir wollen halt so ein bisschen diesen vorderen Impact, wie es halt auch realistisch wäre, dass es noch so ein bisschen schnittert, ein bisschen Schleifspuren kriegt und so weiter. If we he'll have to come this way and then turn. And if we try and let it go. Ja. Es gibt hier gerade was in diesem Bild hier, ne? Hier. Gibt es gerade was, was mein... Also hier ist eine Sache in dem Bild. Ich zeige euch jetzt nicht was. Zu der Sache habe ich immer irgendwann hingesprochen. Habe ich auch gefilmt. Die Sache hatte auch einen Namen. Und ich sehe diese Sache gerade auch. Das ist echt krass für mich. Ich sage euch so, wie das ist. Ich sehe da eine Sache gerade, das löst schon fast Emotionen aus bei mir. Und es ist auf diesem Bild. Nein, das ist kein von den Personen. Das ist keine Person. Es ist hier an diesem Bild. Hat nichts mit den Personen zu tun. Gras, ne, auch nicht. Nein, der Wald, nein. Da gibt's eine Sache. Ich glaube, darauf kommt er jetzt gerade nicht. Das war meine Bindung, irgendwie. Versteht ihr? Der Hügel, die Sonne. Wir wollen nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie sie das nach außen kommunizieren. And it slides down there a little bit. Yeah. So that would be the so perfect, I think. Yeah. We don't want it to slide too far, because then we're not down this edge. Yeah, so we just not too much speed and not too much height, I think. Otherwise it's going to go way too far. Yeah. Jetzt sind wir gespannt. Guck das mal an. Oh, der Typ da, guck mal, der wird was mitgezogen. Er geht jetzt in Position, nimmt ein bisschen Schwung und dann geht's ab. Ich hab keine Ahnung, ob das gut geht oder nicht. Scheiße, was machen wir hier, Max? Ich weiß auch nicht, Alter. Die Junge, einfach mal was Schönes machen. Das Element eines abgestürzten... Chat, wenn man das so wieder so sieht. Da war der Briefkasten, ich glaube, warte mal. Ich glaube, hier war der Briefkasten, oder? Was? Hier so, zack. Oder du konntest halt von unten, dann gehst du hier so irgendwie da so hoch. Das löst gerade richtig was in deinem aus. Das ist echt krass, ich schwör's euch. Aber so positiv. Also so krass. Also sag ich ganz, wenn ich das sehe, es löst was in mir aus. Richtig so Gefühle. Das ist echt krass, ohne Witz. Ganz krass. Also jetzt nicht so Schreckensgefühle, sondern eher so, krass, da war ich. Ganz bescheuert. Ganz komisch gerade. Flugzeug ist dort vor Ort zu haben, ist natürlich absolut krass. Und man muss natürlich auch sagen, das ist ein Privileg, was wir uns jetzt über Jahre erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit. Bei einigen löst es nur aus, dass man gestritten hat. Nee, soll ich euch sagen, was das in mich auslöst? In mir? Mir auslöst? Dieses ganze Geschehen hier, ne? War ja auch mal für mich eine Möglichkeit. Nenne ich es mal so. Der Chat schreibt, unvergessener Moment im Leben, Demut, auch stolz, dass man es geschafft hat. Ihr habt nur bis Folge 4 gesehen. Kann sein, dass es sich bei... Welche müsste es sein? Bei Folge 8 rausfliege, Chat. Weil was passiert ist. Aber wenn ich das so sehe, ne? Das ist echt heftig. Die ganzen Spaziergänge, die Gedanken, die man hatte. Jetzt, ich glaube, das liegt auch daran, weil man zu dieser Location, also man ist ja alles durchgegangen, was man im Leben hat. Du gehst da vor Ort alles durch. Du hast keine andere Möglichkeit. Man ist auch zur Ruhe gekommen. Man
hatte andere Probleme, die man sonst im normalen Leben hat. Versteht ihr? Also ich verbinde mit dieser ganzen Location hier, ne? Irgendwie was Positives. Also ich habe ein positives Gefühl, wenn ich das sehe. Das Element eines abgestürzten Flugzeuges dort vor Ort zu haben, ist natürlich absolut krass. Und man muss natürlich auch sagen, das ist ein Privileg, was wir uns jetzt über Jahre erarbeitet haben, wo wir gesagt haben... Wärst du beim nächsten Sam vs. Wild wieder dabei? Ich habe einen von der Produktion angerufen und die hat mich auch vor Ort gefragt, würdest du sowas nochmal machen? Ich habe gesagt, definitiv ja. Gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Möglichkeiten, durch Manpower, durch Connections, finanziell sowas überhaupt auf die Beine zu bringen. Ne? So ein Flugzeug zu organisieren, dort mit einem Heli einfliegen zu lassen, abstürzen zu lassen, einen Eigentümer zu haben, der uns das okay dafür gibt, dass wir das machen können. Also es sind einfach Sachen, das machst du nicht mal eben. So, da muss schon viel stimmen und viel passen. Auch wenn du alleine sein müsstest, dann vielleicht sogar erst recht. Aber man will ja auch wissen, wie ist das, wenn man ganz alleine ist. Und viel passen. Und das ist natürlich ein Element, was es so in Staffel 1, 2 und 3 nicht gab. Und dann kommt dieser Heli. Dann hast du ja eine ganz wilde Konstruktion mit so einem langen LKW-Spanngurt. Weil das Flugzeug muss ja auch die richtige Richtung haben. Das dreht sich ja sonst im Kreis. Und da war, kannst du eigentlich keinem erzählen, da war ein Typ mit einem LKW-Spanngurt, der dieses Flugzeug festgehalten hat hinten irgendwie, was unter einem Heli war. Und der hat das quasi in der richtigen Position gehalten. Und dann ist der losgerannt mit diesem Heli zusammen. Das. Ah, Chat, das hat nichts gebracht. Warum nicht von ganz weit oben? Der muss höher, der soll höher. Bisschen unspektakulär. Ja, die müssen Gas geben, Leute. Die müssen nach oben fliegen. Was ist das? Na, jetzt gucken wir nochmal. Lul. Das war ja gar nichts. Da ist gar nichts passiert. Der eine noch genau daneben steht, ne? Der Tag ist gekommen. 6 Monate später, dieser Heli fliegt ein, Flugzeug unten drunter. Es wird über Walkie-Talkie freigeben und ausklicken. Das Ding knallt runter und es macht. Und wir gucken uns so an. Das war ja scheiße. Das war ja jetzt irgendwie nichts. Das ist wirklich, das ist einfach nur gebounced. Mann, das kann jetzt noch fliegen. Das kann jetzt noch fliegen. Ja, guck das doch an. Ja. Und da war uns ziemlich schnell klar, okay, wir brauchen mehr Höhe. Ja, ich denke, wir gehen auf 20 Höhe. Meter. Mehr Action Höhe. Komm hoch jetzt, den lang. Hoch. 20, 30 Meter, das war richtig. So, er wieder hinten mit dem LKW-Spanngurt dran. Das Ding kommt an, ich höre Max schon neben mir. Ja, das ist es. Plötzlich, Code geht durch, ausklingen. Jetzt haben wir eine Sache nicht bedacht. Nein! Das schickt den Berg runter, oder? Lul. Lul. Das war zu spät. Es ist aufgekippt. Das hat das Flugzeug also auch durch. Wenn der Typ am Walkie-Talkie ausklinken sagt, dann klingt das ja nicht aus, sondern geht das über Funk ins Öhrchen vom Hubschrauberpiloten, in sein Gehirn, krass, in seinen Finger, geil, in seinen Haken. Der klickt drauf und dann macht's. Das war viel zu spät, Alter. Das Flugzeug bei Max springt dann ganz. Ja, die feiern das voll ab gerade hier. Ja. Ey, das sah so gut aus, aber es war viel zu spät. Aber das war gut von dem Impact. Nee, geht auch besser. Höher. Ich würde das auch viel höher machen. Das werden wir jetzt erzählen. Also richtig nach oben fliegen. Also richtig nach oben fliegen. Vielleicht ein Stück höher doch noch, oder? Ja, noch ein Stück höher. Ein Stück höher noch. Leute, es ist der Achterbahn der Gefühle hier. What do you think? A little bit higher? Yeah, a little bit higher, please. It's good, but it's... Okay. Ah, da, like, guck mal, okay. Like das Scheiben auch kaputt, okay. Higher. Noch viel higher, komm schon, Digga. Jetzt geht's los, achte Scheiße.
weg hier. Oh, ja, der war schon besser. Ja. Geil. Ja, ja. Das ist es. Ja, da weg. Ah, so ist auch das. So ist auch das Loch hinten entstanden. Guckt euch mal an, Chat, hier, pass auf. Warte. Da, dieses Loch hier, was Hugo gestopft hat. So ist das entstanden. Hier, so ist das Loch. Wie ist denn das hier entstanden? Haben die es vorher schon rausgemacht? Oder ist die Scheibe auch da aufgesprungen, kaputt oder was? Nee, war schon ein Loch quasi. Ah, stimmt, da waren die Flügel montiert. Ja, ja, okay. Das ist es. Ja, da weg. Perfekt. Das ist es. Geil. Das. Oh. Ja. Das ist es. Ich dachte, schon, das ist eine schlechte Erfahrung, was haben wir so weit. Die müsste bald in einer ein oder anderen Folge mal kommen. Das ist perfekt! Ja, Bebo, das ist es! Der war ein geiler Abwurf. Wir haben drei Versuche gebraucht, weil ich glaube, der Heli-Pilot hat sich nicht so getraut, erst so hoch zu fliegen. Der erste Abwurf war halt gar nichts. Der zweite war dann ein bisschen zu spät abgesetzt, cool, und ist den Hang runtergepurzelt. Und der dritte Versuch war dann einfach 10 aus 10. Wir hatten die Höhe, wir wussten, okay, so anderthalb, zwei Sekunden vorher, das Flugzeug kommt auf. Es war durch die zwei Stürze davor schon perfekt demoliert, also genauso, wie wir es haben wollten. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich war der glücklichste Max, glaube ich, in Neuseeland. Das Ding hier offen, alles. Ionen, schön Damage drin, Gas drin. Das Ding liegt komplett auf der Seite. Kann man als Shelter nutzen, hinten abgebrochen. Eigentlich würde ich. Aber ich glaube, sie haben das. Wie das Flugzeug wieder gerade gerückt? Nein, ich glaube, das war dann schon so gerade. Ich glaube, das haben die dann nochmal gemacht. Zu lassen. Das Problem ist, für Bild sieht es besser aus, wenn es ein bisschen gerader steht. Das ist auch mein Gedanke tatsächlich. Ja, das ist geil. Guck mal, weil jetzt hast du diese ganzen Details, das ist viel besser. Es war eingedellt, die Scheiben waren kaputt, vorne war irgendwie eine Delle drin, das Heck hinten war so richtig verzwirbelt. Also es war in einem schönen Zustand, wo wir sagen, das sieht nach Absturz aus, aber ist doch als Flugzeug erkennbar. Und dann haben wir die restlichen Teile, weil die natürlich auch alle super schwer sind, mit dem Heli noch platzieren lassen, so ein bisschen unterschiedlich, um trotzdem die Optik eines Flugzeugs noch darzustellen. Okay. Wenn man sich das einfach mal überlegt, was wir da gemacht haben, das dann da zu sehen und in dem Moment. So gefährlich, die ganzen scharfen Kanten. Das stimmt, ey. Man hätte, das war schon nicht ohne, muss man sagen. Und hatten wir, glaube ich, noch so 3-4 Tage, bis die Teilnehmer kommen, weil das war das Erste, was wir gemacht haben. Und das war schon so ein Riesenstein, der irgendwie so von einem abgefallen ist und gesagt hat, boah, das Flugzeug liegt erstmal. Weil damit steht und fällt alles. Das war krass. Der Zeitpunkt der Aussetzung ist gekommen. Klasse. Doch ist unser Team überhaupt schon bereit? Boah, Alter. Wird alles rechtzeitig fertig? Und was ist überhaupt mit dem Wetter los? Das ist schon echt. Ja, das ist der Samus White Curse. Wie erleben die Kandidaten die letzten Stunden vor der Aussetzung? Hugo hat ein bisschen Muffensausen. Ich habe wirklich Todesangst. All das in Folge 4 Behind the Scenes. Ja, Leute, das war Behind the Scenes Nummer 3. Hat mir sehr gefallen, mit dem Flugzeug vor allem.